Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Das heutige Video dreht sich um die Süßkartoffel mal wieder. So ein kleiner Tipp vielleicht für euch, wenn dieses Jahr die Ernte ansteht. Denn ich habe die Süßkartoffeln dieses Jahr aus den eigenen Saatknollen vorgezogen. Also das waren ganz kleine Knollen, die bei der Ernte übrig geblieben sind. Die habe ich dann trocken im Keller gelagert. Ja, und dann eben wieder in die Erde eingesetzt. Also da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Das zeige ich euch dann noch gleich nochmal in der Detailansicht. Ja, drei Exemplare habe ich selber vorgezogen. Sind auch drei unterschiedliche Sorten oder zwei unterschiedliche Sorten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da habe ich noch ein Exemplar gekauft dieses Jahr. Und jetzt pflanzen wir das Ganze eben ein. Was ich beim Einpflanzen beachte, wie der Wurzelballen aussieht und so weiter, jetzt eben im Video. Selbstverständlich bin ich jetzt Ende Juni mit dem Auspflanzen der Süßkartoffeln etwas spät dran. Man hätte das Ganze auch Mitte Mai oder Ende Mai machen können oder machen sollen. Allerdings hätte es bei dem ganzen Regen, der hier gefallen ist und bei dem schlechten Wetter, wir hatten so wenig Sonne, denke ich, nicht viel Sinn gemacht. Die waren auch immer am Haus, die waren auch schon draußen und sind akklimatisiert, also am Haus, nicht im Haus. Und jetzt waren sie nochmal 4-5 Tage, seit wir diese pralle Sonne auch haben, nochmal direkt in der Sonne, um sich nochmal anzupassen, nicht, dass die hier verbrennen. Und ich denke, dementsprechend ist es in Ordnung und ich erwarte auch noch eine Ernte. Und warum, seht ihr jetzt dann gleich. Und ein Exemplar kommt auch schon wie letztes Jahr hier ins Hochbeet. Ich habe es auch schon ausgetopft jetzt. Und jetzt schauen wir uns mal den Wurzelball in der Detailansicht an. Da gibt es nämlich sehr Erstaunliches zu berichten. Und ich denke, das ist auch kein Problem, dass in dem Hochbeet hier sich die Fülle so ein klein wenig abgesenkt hat. Dürfte ein bisschen schattiger sein, sind sie noch ein bisschen geschützter und sind eigentlich die optimalen Bedingungen, denke ich jetzt mal. So, und jetzt gehen wir mal in die Detailansicht hier. Und was man bei diesem Exemplar wirklich sehr, sehr schön sieht, ist, es ist schon komplett durchwurzelt, also man sollte hier bei der Süßkartoffelanzucht auf jeden Fall einen Topf wählen, der groß genug ist oder eben umpflanzen. Und das nächste Erstaunliche, hier bilden sich schon die ersten Knöllchen, hier von der Mutterknolle, da oben, das ist die Saatknolle, herunter, hier, zack. Und auch auf der Seite haben wir schon ein kleines Knöllchen, hier bildet sich auch schon ein Pflanztrieb, beziehungsweise da kommt der lange Pflanztrieb raus. Und ja, jetzt würde ich sagen, setzen wir das Ganze mal ein. Und das Pflanzloch habe ich jetzt bewusst etwas tiefer gemacht. Also wir setzen sie einfach gleich mal rein hier. Da die Wurzeln dann doch schon relativ lang sind und erst dann hier die Blätter unter der Erde sind oder der Stängel, ist kein Problem, denn auch da werden sich wieder Wurzeln bilden. Und ich habe auch geplant, dieses Jahr die Süßkartoffeln dann eben, wenn man hier so einen langen Zweig hat, immer mit Erde zu bedecken, dass sie vielleicht hier auch noch die eine oder andere Knollewurzel dann eben bildet. Aber ja, das dürfte dann mit der Ernte schwierig sein. Aber wir können es ja mal probieren und ich bin zuversichtlich, dass hier auf jeden Fall noch eine Ernte geben wird. Und die kleinen Knollen hier sind ja auch die Bestätigung dafür. So, wieder zurück im Schatten. Ja, das Auspflanzen habt ihr jetzt gesehen, mehr gibt es da wirklich nicht zu beachten. Man kann natürlich in das Pflanzloch unten noch ein bisschen Pferdemist oder Kompost machen. Im Hochbeet, denke ich, dürfte da genug noch Düngewirkung drin sein, braucht man keine. Wenn nicht, kriegen sie ein bisschen Bio-Flüssigdünger. Ist auch in Ordnung, aber das sollte auf jeden Fall funktionieren. Jetzt schauen wir uns nochmal die Wurzeln der anderen Exemplare an. Denke ich, ganz spannend. Also hier das kleinste. Auch hier, ich stehe mal auf, haben wir schon eine kleine Verdickung, die sich hier gebildet hat. Ist auch eine andere Sorte. Das sieht man schon direkt an der Farbe der Wurzel. Also haben wir schon mal zwei Sorten. Und hier die dritte. Das ist das größte Exemplar, dürfte auch die gleiche Sorte sein wie das Exemplar, was wir gerade eingepflanzt haben. Wir sehen hier auch schon sehr, sehr viele Wurzeln, auch diese dicken Bleistiftwurzeln, wo dann später die Knollen bilden, sich bilden werden oder die sich eben dann verdicken und zu den Knollen werden. Auch sehr schön. Und jetzt noch das gekaufte Exemplar. Da erwarte ich am wenigsten, da ist auch der Topf ein bisschen eng und auch schon sehr kräftig durchwurzelt. Aber hier sehen wir bisher keine Knolle und keine Verdickung. So sehen die aus und ja, ich pflanze jetzt noch ein. Ich weiß noch nicht genau, wo sie überall hinkommen. Das überlege ich mir jetzt und das zeige ich euch nochmal. Und ja, dann sprechen wir uns nochmal. Jetzt stehe ich an der Nordseite vom Hügelbeet. Sonnig ist es trotzdem. Hier ist das gekaufte Exemplar hingekommen. Habe auch geschaut, der Boden ist unten auf jeden Fall noch feucht genug hier an der Nordseite. Werde noch ein klein wenig mulchen, denn am Hügelbeet haben wir hier natürlich eine größere Problematik mit dem Austrocknen. Und die zwei anderen Exemplare sind hier zwischen der Pepino, der überwinterten. Ich habe die so klein wenig in eine Kuhle gepflanzt, dass wenn es mal regnet und beim Gießen das Wasser sich noch ein bisschen sammelt. Und das andere Exemplar hier. Ja, da stehen sie. Und jetzt noch mal kurz das kleine Nachwort. Ja, das Nachwort.
Also, mich würde noch interessieren, wo baut ihr dieses Jahr die Süßkartoffeln an? Man kann das ja natürlich auch im Kübel machen, sollte aber einen groß genugen Kübel wählen, denn letztes Jahr habe ich im Hochbeet gesehen, dass die Wurzeln sich wirklich überall verteilen, wenn das Substrat fein genug ist und nicht so sehr verdichtet. Also beim Kübel auf jeden Fall einen sehr, sehr großen wählen. Zur Ernte letztes Jahr, Freiland Hochbeet, hat mich voll und ganz überzeugt. Im Freiland war die Ernte sogar noch ein klein wenig größer als im Hochbeet. Ich werde euch die Videos mal hier ganz oben verlinken in der Videobeschreibung, die zwei Stück von der Ernte vom letzten Jahr. Und schreibt mal in die Kommentare, wie baut ihr dieses Jahr die Süßkartoffeln an, noch irgendwelche Tipps, habt ihr Pferdemist genommen oder Kompost, alles. Falls ihr da irgendwelche lohnenswerte Erfahrungen habt, gerne unten in die Kommentare. Und ja, in dem Sinn, vergesst es nicht bei der Ernte, wenn ihr die Süßkartoffeln erntet, ein paar Saatknollen aufzuheben. Hat wunderbar funktioniert, wenn man sie trocken lagert und kühl, natürlich nicht zu warm, haben die auch noch genug Power und bei mir haben auch alle ausgetrieben. Ein Exemplar ist leider eingegangen, das war dann faulig, das habe ich zu feucht gehalten und ja, hat sich aber meiner Meinung nach bisher auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt in dem Sinne wünsche ich natürlich euch noch viel Erfolg bei euren Projekten und bis zum nächsten Mal.